Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir müssen jetzt hier den nächsten erledigen, und zwar Kephalon, der Denker. Und wir wollen ja noch den DLC abschließen komplett, also die ganzen Nebenmissionen etc. Weil ich möchte ja auch dieses eine Schwert. Und das eine Schwert kann man ja nur bekommen, wenn man diese Sachen irgendwie sammelt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, diese Teile. Auf geht's. Weil wir haben ja gar nicht mehr so viele Missionen hier. Nebenmissionen vom DLC Vermächtnis der ersten Klinge. So, da drüben ist dieser Typ auf jeden Fall. So, ich würde sagen, dort bei dem Berg, dann dort hinten steigen wir ab von unserem Pferd. Wir synchronisieren dann auch gleich mal hier das Gebiet, würde ich vorschlagen. Weil dann müssen wir hier nicht immer reiten oder so, sondern können direkt eine Schnellreise machen. Das ist halt auf jeden Fall viel besser. Angenehmer auch. So. Wo ist unser Ziel? Da ist er. Gut. Da unten sind unsere Ziele. Wahrscheinlich sind das nämlich zwei. So. Davor machen wir fix hier hoch. Na los. Ich will mal hier synchronisieren. Und mal sehen, wie viele Missionen uns danach noch fehlen. Bis wir halt dann alles fertig haben. So. Und danach heißt es ja eh dann erstmal warten auf, ja, den Atlantis DLC. Auf den ich mich schon sehr gespannt drauf freue. Hört sich halt cool an, so vom DLC her. Und übrigens, in der kommenden Woche kommt auch auf meinem Kanal nochmal ein älterer Assassin's Creed Teil, der Remastered da rauskommt. Und zwar Assassin's Creed 3. Der kommt nämlich da raus für alle Leute, die den Season Pass hier von Odyssey haben. Und soweit ich weiß, einzeln kommt der aber auch noch raus. Ja, ja, ja. Einzeln kommt das auch raus. Das 3 Remastered. So. Dann synchronisieren wir mal hier. Zack. Nein. Ups. Verdrückt. So, jetzt. Wunderbar. Gut. Dann begeben wir uns mal zu den Typen, die wir jetzt erledigen sollen. Oh, das sind der arme Kerl hier. Der wollte wohl auch da runterspringen, aber hat es wohl nicht geschafft in den Heuhaufen. Armer Typ. Armer, armer Typ. Und neben Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed 3 Remastered, wird es kommende Woche auch noch ein anderes neues Projekt geben. Was das genau ist, will ich noch nicht verraten. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und ich weiß auch, in letzter Zeit kam halt auch echt nicht so viel auf meinem Kanal. Das will ich auch jetzt mal noch so ein kleines bisschen ansprechen. Das liegt an sich einfach so daran mit, ich weiß einfach nicht so richtig, was ich spielen soll. Ich habe Bock auf so ein paar ältere Spiele und so. Aber bin mir halt dann damit doch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt playen soll oder eher nicht. Tod wird mich reich machen, Adlermann. Ich werde meine neue Villa nach dir benennen. Ja, dann benenn mal deine kleine Villa nach mir. So. Mit der Kollege. Weil das Ding ist halt irgendwie jetzt momentan ist es ziemlich leer, so was Spiele-Releases alles betrifft. So. Also, was so Spiele betrifft, auf die ich richtig Lust habe. Im April gibt es halt dann wieder ordentlich was. Aber auch erst so Richtung Ende, Mitte April. Da wird dann auf meinem Kanal kommen Days Gone, World War Z, das Spiel davon, zu dem Film. Dann noch Mortal Kombat, der neueste Teil davon. Und dann, ja, noch was anderes Schickes. Also April ist auf jeden Fall schon einiges geplant. So ist jetzt momentan. Kommt halt leider nicht so viel raus, was mich interessiert. So.
Zack, jawohl, da ist hinüber. Aua! Oh! Ich brauche. So, das war's für den. Das sollte der letzte gewesen sein. Sehr schön. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal in unsere Quests rein. Hier haben wir die DLC-Quests. Enttarne und eliminiere den Orden der Herrschaft. Enttarne und eliminiere den Zweig der Jäger. Enttarne und eliminiere den Orden des Sturms. Dann haben wir ja nur noch die Mission. Und die anderen müssen wir irgendwie anders aufspüren. Die anderen von dem Orden hier. Halt, ich glaube, den können wir enthüllen. Ja, können wir. Sehr gut. Die Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. So. Und hier bei dem fehlt uns noch ein Hinweis, genauso wie bei den anderen. Ja, den würde ich sagen, holen wir uns dann auf jeden Fall auch mal bald noch. Aber als nächstes erstmal die andere Quest noch machen. Würde ich einfach mal so sagen. Obwohl, wie weit ist denn der Heini hier entfernt? Verfolgen, so. Wo wäre denn der? Da hinten irgendwo. So, wir schauen mal auf unsere Karte. Vielleicht ist das irgendwo, wo wir eine Schnellreise hinmachen können. Ah, im Wasser. Okay, und da die andere Quest dort wäre, das könnte man eigentlich beides direkt so schön hintereinander machen. Hier wäre ein Hafen, da könnte ich mein Schiff nehmen, aber dort haben wir leider keine Schnellreise. Hier ist mein Schiff, ja, also hier kann ich es hinrufen zumindest. Ja, dann machen wir dort hinter, rufen dort unser Schiff und dann fahren wir erstmal zu dem Typen. Und machen danach die Mission. Obwohl das auf einem Weg liegt, könnte man eigentlich auch zuerst die Mission machen. Oder zumindest die annehmen oder was auch immer. Also das müssen wir da machen. Der Schatz liegt in Achaia. Der Schatz befindet sich bei einer Reihe von Steinen bei Poseidons Zorn. Okay, dann müssen wir dort noch einen Schatz suchen. Ja, dann können wir das noch machen. Dort hinten holen wir unser Schiff ab. Fahren dann dorthin, dort machen wir einen Zwischenstopp und danach fahren wir dort hinter weiter, okay. Ja, passt. Passt, ideal. Und was auch so Livestreams betrifft auf meinem Kanal, kommt halt momentan auch irgendwie nicht so. Weil da fehlt mir halt auch irgendwie so ein bisschen die Lust. Da habe ich irgendwie so ein bisschen das Problem. Mir macht das nicht mehr so richtig Spaß momentan zu streamen, alleine irgendwie. Vermisse ich da so die Zeiten, wo ich früher noch meistens jemanden hatte, mit dem ich zusammen gestreamt habe. Weil manche Spiele so machen halt wirklich nur Spaß, wenn ich mit jemandem zusammen spiele im Stream. Und so komplett alleine, ich weiß nicht, machen manche Spiele nur manchmal wieder wenig Spaß, sagen wir es mal so. So Adrastea rufen und danach geht's da drüber. So. Gut. Da wollen wir mal losmachen. Seid ihr bereit? Gut, ihr seid bereit. Los geht's. Segeln wir! Halt, was ist denn da auf meinem Schiff? Ich muss mal ganz fix was schauen. Wegen der Besatzung. Okay, nein, das passt so. So. Gut. Wenn ich aber das jetzt auch erstmal so wieder sehe mit dem Schiff, habe ich irgendwie Lust, wieder so ein bisschen ein paar Schiffe zu entern. Nein, Kentern hieß das. Nein, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das hieß. Oder bereit? Doch, Entern, ja. Gefunden.
So. Wir hätten das. Gut. Langsamer jetzt! So. Dann holen wir mal fix den Schatz hier. Dann wollen wir mal. Mal sehen, was das sein wird. Da das ja sogar noch eine Mission ist, erwarte ich jetzt hier irgendwas Gutes. So, was ist das denn? Genau dort, wo er an Tides meinte. Da bist du ja, Malaka. Halt, halt, warte, ich bin's. Erntides? Der Stolze. Endlich treffen wir uns, Erntides. Schön, dich zu sehen. Du hättest dein Gesicht sehen sollen, Adlermann. Aber nein, deswegen bin ich nicht hier. Du, warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Was habe ich jetzt gemacht? Die Rinder deiner Stiefschwester gerettet? Meine Tante war unter den Gestrandeten, die du aus der Festung gerettet hast. Du machst wohl Witze. Und jetzt habe ich nichts mehr, womit ich dich belohnen könnte. Meine Taschen sind leer, genau wie mein Haus. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich, Eantides der Stolze, der niemals bei jemandem in der Schuld stehen wollte, dir, Adlermann, einen Gefallen schulde. Nein, nein. Du schuldest mir gar nichts. Mach es nicht schwerer, als es ist. Sag es frei heraus. Was soll ich für dich tun? Werde Teil meiner Mannschaft auf der Adrastea. Nein, nein. Ich habe mich um meine Familie zu kümmern. Etwas anderes. Vernichte den Orden für mich? Ich weiß nicht, ob er das schaffen würde. Leute auszuschalten. Wir geben ihm einfach das mal. Mal sehen, was er dazu sagt. Ich habe Ärger mit einer geheimen Gruppe. Dem Orden. Vernichte ihn für mich. Orden? Geheime Gruppe? Das schaffe ich doch nie. Sei vernünftig. Ja, dann lass uns einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Frieden. Das würde helfen. Sehr sogar. Na schön. Aber das ist noch nicht vorbei, Adlermann. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Ich meine Ehre wiederherstellen. Du wirst etwas von mir erbitten, ich weiß es. Unglaublich. Das war hoffentlich unser letztes Treffen. Nein, mein Gefühl sagt, wir werden den nochmal sehen. Vielleicht in der Stadt mal dort, die hinter uns ist. So. Dann wollen wir mal jetzt den Typen vom Orden ausschalten. Und ich liebe einfach mein Schiff, das hat so ein schönes Aussehen eigentlich. So von außen auch schon. Wenn man hier diese ganzen Wände sieht und so. Das sieht einfach schick aus. Danach mit meinen Soldaten hier drauf, diese Gladiatoren. Sieht einfach cool aus. So, wie viel brauche ich eigentlich nochmal für ein Schiff-Upgrade? Weil dann würde ich mir gerne wieder mal da was holen bald. Ja, das können wir leider noch nicht holen. Schade. Ganz schön viel brauchen wir hier. Ganz schön viel Holz vor allem. Nö, das andere Zeug auch. So, wir schauen mal ganz kurz in unser Inventar und ich würde sagen, hier zerlegen wir mal ein bisschen was. So, einfach damit wir halt ein bisschen was an Materialien wieder bekommen. Zack, haben wir noch ein paar Bögen. Oioioi, ja, ganz schön viele. Ja, hier können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was zerschrotten. Bringt uns zum einen auch Holz ein. Und das brauchen wir ja eh.
Weil ich würde halt schon gerne mal sehen, wie unser Schiff aussieht, wenn wir wirklich alle Upgrades komplett haben auf dem Schiff. Wie stark dann unser Schiff ist und wie das dann aussieht. So. Och nein. Ich sehe gerade was. Ja, ich glaube, wir haben diesen einen Bogen zerlegt. Super, den wollte ich eigentlich aufheben. Den Bogen von Nema. Klasse. Das war so eigentlich als ich geplant. Aber daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich wollte den halt noch so wie so ein kleines ja, Erinnerungsstück behalten. So. Das jetzt zerlegen wir auch noch. Das Zeug. Das geht nicht, aber das zurück hier wieder. Ja, von unseren Materialien kommen wir aber gerade auch ganz schön gut hoch, so, wenn man sich das so ansieht. Durch das ganze Zerlegen, ja. Bringt das halt was. Die ganzen Materialien werden schön hoch. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Können wir auch noch zerlegen. So, und hier? Hier haben wir auch noch was. Gut. Nein, hier geht nichts mehr. Das vielleicht noch? Nein. Okay, gut. Wunderbar. Jetzt haben wir schön viele Materialien trotzdem erstmal da durchbekommen. Und da vorne ist das Schiff, was wir zerstören müssen. So. Bereit machen. Wir nähern uns. Ich würde sagen, wir machen sogar eine Attacke mit Feuer. Aber jetzt geht ihr leider noch nicht. So, das ist ein Normalfeuer. Gut. Wunderbar. Ich will das andere Schiff dort nicht rammen. Oh, oh. Klar, wir haben es leicht gerammt. Hallo. Da. Oh, ho, ho, ho. Feuer. Na los. Wunderbar. Weiter. Pfeile drauf. Jawohl. Jawohl, wir haben sie. Wir haben sie, wunderbar. So. Oh, hier kommt noch mehr dazu. Na los, Feuer drauf. Geht doch mal weg. Los, push. Ich will das andere Schiff gerne entern. So, weg mit euch hier. Wow. Holy moly. So, hier entlang. Wir rammen gleich. Feuer! Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr gut. Entern. So. Puh. Jetzt ist erstmal das Schiff hier dran. Na los, ihr blöden Typen. Vom Orden. Das war's für euch. So, Hector. Für dich war's das auch. Na los. Zeig mir mal, was er drauf hat. Offenbar nicht viel.
Jawohl. Schnell durchsuchen hier. Jawohl. Wieder zwei Sachen, die wir dann gleich zerlegen können. Und hier auch noch was zum Zerlegen nachher. Sehr schön. Hat sich gelohnt schon mal. Jetzt geht's weiter mit den nächsten Schiffen hier, würde ich sagen. Jawohl, Stufenaufstieg. So, Feuer frei. Feuer frei. Oh, das hat keinen Treffer. Okay, wir rammen. Ey, ihr braucht nicht abzuhauen. Wir werden euch so oder so noch kriegen. Los. Müsst ihr treffen mich. Ich brauche Schützen. Jetzt treffen wir aber. Das Endhorn. Wir entern die alle jetzt. So, weiter geht's. Ihr seid jetzt die Nächsten hier. Hey, da drüben ist auch noch jemand vom Orden, wenn ich das richtig sehe. So. Weg mit dir. Ey. Oh. Der Typ sah halt wirklich aus wie einer vom Orden. Plündern hier fix alles. Komm schon, ich möchte irgendwas Gutes mal wieder haben aus seiner Kiste. So. Okay, das ist noch ein Schiff jetzt. So, Feuerpfeile. Feuerpfeile. Jawohl. Jetzt verfolgen wir sie. So, Reisegeschwindigkeit. Wir lassen uns jetzt einfach befeuern, bis wir nah dran sind. Das war's für die auf jeden Fall. Jawohl. Und weg mit euch. So, da hinten wäre noch so ein Piratenschiff. Aber ich würde sagen, mit dem legen wir uns nicht mehr an. Es sei denn, dass wir halt jetzt wirklich unbedingt uns noch kennenlernen. An sich, so Quests. Ja, alle vom Orden ausschalten. Nur diese Quests haben wir halt jetzt. So, dann schauen wir mal ganz kurz bei Kultisten an. Halt, wen haben wir denn hier? Ah, den können wir jetzt enthüllen. Okay. Was wir nicht ehrlich gewinnen können, nehmen wir uns im Geheimen. Wunderbar. Jetzt haben wir direkt den nächsten hier vom Orden enthüllt schon. Und könnten den eigentlich jetzt gleich auch noch ausschalten. Wo ist denn der? Hier. Oh, direkt an der Küste da hinten. Wir brauchen nur hier langfahren. Sehr schön. Das macht das Ganze ja gemütlich. Da hinten liegt noch was im Wasser. Das holen wir mal eben noch ab. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass hier direkt der nächste auf den Haufen hier so hängt. Am gleichen Ort. Aber die Schiffsschlacht hat gerade eigentlich ganz gut Laune gemacht. So, Inventar nochmal gehen. Und dort nochmal was nachsehen. So, das Zeug hier zerlegen. Wegen den guten alten Materialien. So, hier kriegen wir nochmal ein bisschen Holz raus. Jawohl. Und hier? Was haben wir denn hier? Ah, hier, der Speer. Gut. Wunderbar. Bald können wir sogar das Schiff-Upgrade holen. Das eine, wo wir 10.000 Holz brauchen. Segel einholen! Ruderer, los! So, Kommando verlassen. Und jetzt gehst du drüber.
Hep. Huhu. Person vom Orden. Ich komme. Alexios kommt. Ich hoffe ja, dass jetzt gleich, wenn wir den ausschalten, oder eher gesagt die vom Orden, dass wir danach vielleicht noch einen Hinweis bekommen und dann vielleicht sogar den nächsten schon auch enthüllt kriegen. Fände ich halt nicht verkehrt. Da drüben ist noch irgendwas von einer anderen Quest. Da können wir ja gleich auch mal noch rüber schauen. So, mal sehen, ob hier viele Wachen sind. Weil bis jetzt sieht es nicht so normal aus. Jetzt werden noch mehr hinter mir her sein. Irgendjemand folgt mir. Irgendjemand folgt mir. So, so. Aber wer? Wir schalten die Person vom Orden aus. Los. So. Gut, bestätigen. Sehr schön. Oh, hallo. So. Zack. Mal sehen, vielleicht hat der Söldner ja hier einen Hinweis. Weil der hat ja auch seine Maske auf. Seine Maske, die halt die Leute auch aufhaben von diesem Orden. Zumindest die meisten. Das Problem ist, da hinten kommt noch ein Söldner. So. Okay, der hier ist erstmal weg gleich. Jawohl. Jetzt ist nur noch die Person hier dran. Na los, komm her. Du tanzt mit mir. Ich mag das, wenn Leute mit mir tanzen wollen. Aber das Problem ist, ich will gerade nicht tanzen. So, wunderbar. Ein Schuss nur noch, jawohl. So, und jetzt plündern wir die andere hier. Gut. Wunderbar. So, was ist das dort drüben? Was machen wir mit dieser Mission, was es mir dort anzeigt? Hier ist eine Truhe. So. Direkt noch eine andere Quest hier abgeschlossen. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir geben jetzt auch erstmal unseren Fähigkeitenpunkt hier aus. Wie was denn gleich mal? Vielleicht kritischer Schaden erhöhen? Oder irgendwas anderes? Vielleicht Gesundheit? Haben wir hier was? Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Fernkampfwiderstand wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, das nehmen wir. So. Wunderbar. Ist ja auch nicht verkehrt. Ab und zu werden wir ja auch von Söldnern mit einem Bogen oder so beschossen. Und das ist dann halt wirklich ganz praktisch. So, was haben wir hier noch? Ah, hier wieder ein Speer. So. Quests. Hier haben wir halt jetzt nur noch dieses Söldner. Nicht Söldnerzeug, sondern Ordenszeug. Wo wir halt überall die Leute noch ausschalten sollen. So, dann schauen wir jetzt nochmal hier drüben. Hier ist leider noch niemand Neues wieder so enthüllt. Leider nicht. So ist es mit dem. Ein Ältester beim Sumpfland südwestlich der Festung am Berg Itome bei der Bucht des Hades in Messenien. Okay, da wäre diese Person irgendwo.
Und die verbringen an der Schiffswrackbucht im Osten Arayas. Moment, wir sind gerade ja hier auch an einem Schiffswrack. So eine Bucht, wo dort nur solche Wracks sind. Wir schauen mal ganz kurz. Sind wir in Arraya? Ja, sind wir. Okay. Ja, da muss die Person irgendwo hier in Arraya sein. Da würde ich mal sagen, unsere nächste Stadt, so wo wir jetzt hinmachen, ist die dort. Weil dort waren wir ja anscheinend noch gar nicht so richtig. Also sonst hätten wir das ja bestimmt dort synchronisiert. Gut. Aber dann würde ich auch erstmal sagen, Leute, wir machen an der Stelle hier Schluss. Und in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Das war's auf jeden Fall an der Stelle. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt noch gerne einen Kommentar und ja, teilt auch gerne das Video. Das war's, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, haut rein und ja, tschüssi.